Alter, das geht mir jetzt schon auf den Sack. Ups. Bild nach oben, Bild nach unten. Okay. Alles klar. Boah, der schubst die aber viel mehr beiseite. Wie unflätig. Was gibt es Neues von euch? Ah, Machiavelli. Welche Überraschung, euch hier zu sehen. Habt ihr nicht nach mir geschickt? Mitnichten. Die Nachricht vom Angriff verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Wir waren überzeugt, ihr wärt tot. Noch nicht. Ich bin noch recht lebendig. Die Borgia dürfen nicht entdecken, dass ihr entkamt. Okay, Machiavelli durch Rom begleiten und verschiedene Gefahren auf dem Weg begegnen. Volle Synchronisation, den Borgia-Hauptmann in das Gerüst werfen, um ihn zu eliminieren. Ja, das machen wir doch mal. Folgt mir. Machen wir. Erregt bloß keine unnötige Aufmerksamkeit. Tu ich das je? Ich klaue nur ein bisschen. Was macht dieser Rat den ganzen Tag? Jemand mit Rückgrat hätte dieses Viertel schon... Ich wurde überwacht! Wache! Jemand hat meinen Geldbeutel gestohlen! Ja, scheiße, passiert sowas, ne? Ja, tut mir leid. Ups, ups. Oh, was ist mit dem auf dem Pferd? Ohne werdet ihr in Rom nicht lange überleben. Schon klar. Wir sind ja wieder bei Null praktisch. Und Altairs Rüstung ist weg. Ich hoffe, es gibt hier eine vergleichbare. Ich habe meine Klinge. Kunden beehren dieses Geschäft. Und die Wachen haben Büchsen. Dank der Borgia. Okay. Zum Glück kann ich euch helfen. Oh, Geld. Money, money, money. Als mein Schuldner hört ihr vielleicht auf die Vernunft. Falls ich ihr begegne, lasse ich es euch wissen. Erst letzten Monat. Ein Stilett, das Stilett und die römischen Schulterteile. Neue Rüstung. Alles klar, dann fangen wir doch mal bei der Rüstung an. Römische Schulterteile, geil. Ein Gesundheit kriegen wir dazu. Sieht gar nicht mal so unübel aus. Alter, ich will wieder die Steuerung aus dem zweiten Teil haben. Und das Stilett holen wir uns auch. Eure Münzen scheinen echt zu sein. Ja. Waffe in Ezios Unterschlupf. Wir haben einen Unterschlupf. Nun könnt ihr die Reise zurück nach Florenz überleben. Vielleicht. Aber ich gehe nicht nach Florenz. Nee. Es wird keinen Frieden geben, bis wir uns nicht gegen die Borgia-Familie erheben und die Templer, die ihnen dienen. Ich erinnere mich nicht an solch starke Worte in Monteregion. Woher hätte ich wissen können, dass sie mich so schnell finden und dass sie Mario töten? Rodrigo umgibt sich mit Schlangen und Mördern. Ja. Selbst seine Tochter Lucretia wurde zu einer seiner schärfsten Waffen gemacht. Aber sie verblasst. Wenn es die eine im Vergleich zu dem Mann hinter Bitch dem da ist, auf die Villa. Er ist ehrgeizig, dann ist sie wirklich scharf und grausam ohne Gleichen. Gesetz und Moral bedeuten ihm nichts. Er tötete seinen Bruder im Kampf um Macht. Er kennt weder Furcht noch Schwäche. Die nicht durch sein Schwert sterben, schließen sich ihm an. Die mächtigen Familien der Orsini und Colonna kriechen vor ihm im Staub und der König von Frankreich steht. Eine Kiste, plündern. Führer des päpstlichen Heeres, was er mit seiner Macht im Schilde führt? Glas mit Blut ekeln, okay. Egeln. Das vermag ich nicht zu sagen. Aber Ezio, Cesare hat ganz Italien im Visier. Und bei seinem Tempel wird er es kriegen. Höre ich da Bewunderung in eurer Stimme? Er versteht es, seinen Willen durchzusetzen. Ein seltenes Talent heutzutage. Zu blöd, um adlig zu sein. Borgia-Banner, klasse. Flaggen. Ja, da erinnere ich mich an Teil 1. So, wohin geht's, altes Haus? Gesperrte Gebiete, rote Gebiete auf der Minikarte stehen unter dem Einfluss der Borgia. Die Wachen in diesem Gebiet greifen an, sobald sie Ezio entdecken. Ja, war ja auch schon im zweiten Teil so. So, stellen wir uns mal hier ein kleines Vermögen zusammen. Nein, Diebe klaue ich nicht. Diebe klaue ich nicht. Hat er mir noch eine geknallt da? So ein Pisser.
Roma ist sehr groß. Als Cesares Feldzüge in der Romagna erfolgreich waren und die Borgia an Einfluss gewannen, haben sie erhebliche Teile der Stadt Rom in Besitz genommen. Diese Stelle können wir nicht benutzen. Oh, der Wille der Borgia ist Gesetz? Was wollt ihr andeuten, Ezio? Stellt euch doch nicht dumm, Machiavelli. Habt ihr irgendeinen Plan? Ich improvisiere. Hm. Den Borgia-Hauptmann töten. Hopp, hopp, hopp. Alles klar, wir sollen ihn in ein Gerüst schubsen. Ist er überhaupt in Bewegung? Nee, der steht da drunter einfach nur. So, dann will ich mal wissen, was ist mit Gerüst gemeint? In welches Gerüst sollen wir ihn schubsen? Ihh, von hier aus komme ich gar nicht ran. Wie ekelhaft ist das denn? Gibt's hier keine Kurtisanen, die ich anheuern kann? Bam! Nicht mit mir hier, nicht mit mir. Wie er seine Eier beschützen wollte hier. Alter, den will ich auskontern. Ich will gucken, ob ich den vom Pferd daher auskontern kann. Wow, nice. Einfach nur awesome. In das Gerüst, da oder wo rein? Nein! Wow, ein Glück. Alter! Streck ihn nieder, Paolo, worauf wartest du? Greif an! Streck ihn nieder, Paolo, worauf wartest du? Wir sind Borgia, wir kämpfen! Nein, daneben, scheiße. Okay, also was schon mal auffällt, ist, dass es nicht, wie geil war das denn? Und tschüss! In welches Gerüst? Sonst ist hier doch gar keines. Jawoll! Informationen über die Borgia-Türme, alles klar. Warte mal, zu Machiavelli. Kann ich nicht direkt... Ach so, okay, da kann ich nicht hochspringen. Man verliert hier wesentlich leichter Leben. Also, die machen mehr Schaden als die im zweiten Teil auf jeden Fall. Ich denke, hier werde ich eher mal... Probleme haben, weil ganz ehrlich, im zweiten, das waren mal so dumme Sachen, wodurch ich Leben verloren habe, aber ansonsten hatte ich ja nie wirklich so irgendwie Probleme, dass es mal knapp wurde oder so. Nein. Oh. Ja, ich wollte mit vollem Leben zu Machiavelli zurückkehren, deswegen. Deswegen das Ganze. So, und Leonardo arbeitet für die Borgias. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er das freiwillig macht. Vielleicht kommt da ja auch noch eine Mission mit Befreiung. Scheiße, jetzt kann ich den nochmal erledigen. Alter, war das gerade ein Double Kill da? Bam! So, erledigt. Kehren wir zurück.
lief viel besser als eben. Jawohl! Nur weil ihr ein paar Wachen tötet, gewähren euch die Leute nicht automatisch Zugang zum Stall. Ihr habt recht. Wir müssen ein Zeichen setzen. Wartet hier. Den Turm abfackeln wird gemacht. Oben war ich schon. Zünden Sie den Turm an. Sieht geil aus, das Bild da. Ob ich da wohl dann auch so episch runterspringe? Entzünden und er fackelt ab, der Borgia-Turm. Und mit ihm auch die Fackel. Die Flagge. Nice. Anscheinend steht dieser Stall inzwischen zum Verkauf. Nach euch. Oh, geil. Können wir auch Ställe kaufen hier? Das ist ja mal geil. Plus 250. Untersuchen. Stelle, diese Stelle für null renovieren? Jawohl, renovieren wir sie. Ich bin ja mal gespannt, ob sich Rom auch ändert. Also das Aussehen von Rom. Geilo. Jetzt haben wir hier unseren eigenen Stall. Annehmen. Ups. Ach ja, ich kann ja nicht mehr drauf zu live drauf zulaufen, sondern muss jetzt immer Dings drücken. Ups, nee, da oben muss ich lang. Oh, und sie weichen inzwischen den Pferden aus. Oder verarschen. Oh, was ist denn da unten? Da will ich auch nochmal hin. Geil. Oh, das Pantheon. Das Pantheon, so rum. Hey, ich weiß nicht, ob du nach Spuren von 16 suchst, aber das letzte Mal. Ihr versteht es, Wunden zu schlagen, Ezio. Aber könnt ihr sie auch schließen? Ich will die Krankheit besiegen, nicht Symptome kurieren. Okay. Streitet nicht mit mir. Gut, dann lasst uns offen reden. Rodrigo Borgias Tod hätte nichts geändert. Das wage ich zu bezweifeln. Ich auch, aber seine Entscheidung war letztendlich die richtige Entscheidung. Wir müssen ihnen die Quelle ihrer Macht nehmen. Schlagt ihr vor, an das Volk zu appellieren? Vielleicht. Das ist immer gut. Auf das Volk vertrauen heißt, auf Sand zu bauen. Mag sein. Der Glaube an die Menschlichkeit sitzt tief im Herz der Assassinenbruderschaft. Und der muss eurem innersten Kreis angehören. Los, holt zurück, was er euch stahl. Ach ja. Ich werde beim Kapitol warten. Falsche Richtung, verdammt. Verbindungsmann. Gebt mir mein Geld zurück. Hey, wir sind doch nicht bei den Barbaren. Kommt hierher zurück. Ihr macht einen großen Fehler! Verdammt. Nein! Oh. Das ist nicht der Dieb. Alter, schiebt ab! Oh, kommt der Dicke nicht hinterher? Alter, jetzt muss ich hier so einen behinderten Dieb jagen. Zack, da haben wir ihn. Verschwinde, bevor ich es bereue, dein Leben verschont zu haben. Oh, geil, haben mehr zurückbekommen, als wir verloren haben. Keine Gesundheit verlieren. Ja, gut. Das ist doch schön gelaufen. So, was ist denn das hier? Ihr nennt euch Römer? Wohl eher Verräter. Ach, das sind Partisanen, die uns helfen? Seht ihr, bringt euch ihr seid Teil des Problems, der Krebs. Naja, ich will auf jeden Fall wieder zweite Klinge haben. So, bevor wir irgendwas machen, geht's jetzt nochmal ruckzuck. Aussichtspunkte erklimmen. Da hier sowieso gerade einer in der Nähe ist, markiere ich mir den doch gleich mal. Da gab es auch